Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich mit euch heute über zwei Neuigkeiten sprechen, die ab nächsten Mittwoch nach dem Wartungsbeiden bzw. Server-Reset live kommen. Und zwar gibt es einmal eine Möglichkeit, leichter mit Twinks an die direkt quasi an die Rang 3 Essenzen zu kommen. Da werden wir gleich noch drauf eingehen und die andere Geschichte für mich tatsächlich ein bisschen wichtigere ist, dass wir wesentlich leichter Safe Corruption Gear kriegen. Und zwar, wo kriegen wir dieses Corruption Gear her? Blizzard hat da eine kleine Twitter-Nachricht gesendet gehabt, beziehungsweise hier einen Bluepost. Und da heißt es, dass wir quasi ab nächste Woche, 17. März, aus den verströmten Visionen immer verderbten Loot kriegen. Also Corruption Gear gibt es zu 100% aus der Kiste. Was bedeutet das für uns? Wir können jetzt nicht nur zweimal die Woche Safe Corruption Gear holen. Wer das jetzt gerade nicht weiß, erkläre ich es nochmal. Also ihr kriegt sowohl aus der Mythic Plus Kiste immer ein Corruption Item, als auch aus der PvP Weekly Chest, also aus der Arena Kiste. Beziehungsweise RBG natürlich eigentlich auch, aber auf jeden Fall aus diesen beiden Kisten bekommt ihr immer ein Corrupted Item, außer es ist ein Trinket, weil die können halt nicht Corrupted rollen, ne? Ist klar. Und jetzt kriegen wir aber auch immer ein Corrupted Gear aus jeglicher verströmter Vision. Heißt, wir können ja die Woche, wenn ihr viel farmt, 5 bis maximal 6 Vessels uns zusammen farmen. Also ihr könnt 5, beziehungsweise sogar, wenn ihr Allianzler seid mit Wormwood an und ihr noch ein bisschen extra was farmt, könnt ihr sogar 6 Vessels zusammenbekommen, also diese komischen Fiolen, um dementsprechend die Visions betreten zu können. Heißt, wir bekommen nicht nur 2 safe Items, die corrupted sind in der Woche, sondern wir können bis zu 8 Stück bekommen. Und das ist natürlich eine extreme Erhöhung. Klar, wenn ihr natürlich 6 Visionen laufen wollt, müsst ihr immer alle Dailies machen, müsst alles quasi an Dailies, an World Quests und dementsprechend andere Sachen noch absolvieren, aber ihr habt dann wesentlich mehr Chance auf Corrupted Gear. Das wird zwar jetzt nicht das krasseste Item-Level haben, weil ihr mit einberechnen müsst, dass es ja immer runtergeht. Wenn ihr jetzt so wie ich easy einen 5-Masken-Run quasi mit allen Gebieten schafft, dann bekommt ihr beim ersten Mal einen 4,70er-Item. Beim zweiten Run bekommt ihr 4,65, wenn ihr auch wieder 5 Masken und Full Clear macht. Beim dritten ist es dann noch 4,60, dann 4,55, dann 4,50 und dann 4,45. Also sprich, es geht immer um 5 Item-Level runter. Ihr könnt jetzt nicht 6 Items die Woche 4,70 Corrupted bekommen, sondern habt dann halt diese Abstufung. Aber das 4,70er-Item mit Corruption ist, denke ich mal, für fast jeden ein Upgrade, wenn es denn ein gutes Corruption-Ding drauf hat. Und auch ein 4,65er, 4,60er, vielleicht auch nochmal ein 4,55er, wenn es natürlich ein Biss Corruption-Effekt drauf hat, wie zum Beispiel einen dreifachen Proc Infinite Stars, dann wird es auch für viele besser sein als jetzt ein 4,75er aus dem Mythic-Modul oder auch aus der PvP oder M-Plus-Weekly-Chest. Genau, das soweit zu den Änderungen. Also diese Geschichte mit dem Corruption-System, dass man jetzt die Dinger wirklich aktiv farmen kann, finde ich sehr, sehr gut. Und vor allem für die Leute, die Pech hatten bei ihren Corruption-Items, können jetzt so ein bisschen aufholen auf die Leute, die jetzt vielleicht Luck hatten oder einen Haufen Gold in die Hand genommen haben und sich im Auktionshaus oder bei Spielern dementsprechend für viel Gold BOE-Corruption-Items gekauft haben. Genau, das soweit zu diesem ersten Feature. Für mich auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung von Blizzard, dass sie das jetzt so umsetzen. Zweite Geschichte haben sie auch erst gestern, glaube ich, angekündigt. Und zwar gab es da auch nochmal einen Post von Ian Hesse-Costas und dementsprechend dann einen Bluepost, wo die es nochmal ein bisschen erklärt haben. Jetzt geht es um die Rang 3 Essenzen. Und zwar, wenn ihr mit Main oder auch mit irgendeinem Char eine Rang 3 Essenz habt, also sprich hier auf Rang 3 habt, oder die kann auch Rang 4 sein, also noch höher, dann könnt ihr dieselbe Essenz über einen Händler holen, und zwar über Mutter. Die wird dann ab Mittwoch quasi, diese Essenzen anbieten, direkt auf Rang 3 für die Twinks, aber ihr könnt die nicht einfach so for free holen, sondern ihr müsst tatsächlich mit den Twinks ein bisschen was machen. Also ganz for free sind die Dinger nicht, sondern wir müssen dann tatsächlich ein bisschen was tun dafür. Und dann gibt es eine Materialie, die schimpft sich Echoes of Nyalotha, und diese braucht ihr. Ihr braucht anscheinend eine von diesen Echos und könnt dann die Rang 3 Essenzen direkt holen, wenn ihr sie mit dem Main habt. Und hier ist es auch unter anderem so, wenn ihr jetzt zum Beispiel von den Ruffraktionen von Nasserta oder Mechagon, seid jetzt vielleicht DK
und habt nur einen Tango und einen DD-Spec und wollt dann mit eurem Heal-Parler die Essenz holen, dann könnt ihr die natürlich nicht mit dem DK vorher gekauft haben und gelernt haben, weil ihr dementsprechend keinen Heal-Spec habt. Selbst wenn ihr dann eine von diesen habt, könnt ihr die andere kaufen. Also ihr könnt dann zum Beispiel mit dem DK die DD-Essenz, die Rang 3 haben, und mit dem euren Heal-Parler dann auch die Heiler-Ding kaufen, weil es sonst einfach ein bisschen ungerecht wäre. Ich als Druid-Main habe kein Problem, ich kann mir ja alle holen, also das wäre kein Stress. Bloß dahingehend wird es ein bisschen schwierig. So, jetzt fragt sich der ein oder andere: Okay, wo kriege ich jetzt diese komischen Echos auf Nyarlotha her? Und zwar müsst ihr die anscheinend mit dem Char erspielen, mit dem ihr sie equippen wollt. Also ihr müsst mit dem Twink wirklich was machen, dass ihr die Essenzen holen könnt. Jetzt sagt der eine oder andere: Oh, jetzt löse ich den einen Grind durch den anderen ab. Ja, aber diese Visions of N'Zoth bekommt ihr von vielen Quellen. Die bekommt ihr anscheinend, wie sie hier sagen, Horrific Visions. Dann von den Assaults kriegt ihr die. Von Raid-Bossen, Mythic Plus, Keystone Dungeons, BFA, PvP, also egal, also alles, was man irgendwie machen kann, um ein Gear zu bekommen, kriegt man auch diese Teile. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel brauche ich, wie oft droppen die, da muss man mal gucken, wie sie das gemacht haben. Aber wenn ihr einen Twink spielen wollt und ihn im Moment nur nicht spielen könnt, weil ihr die Essenzen nicht habt, dann spielt ihr ihn ja und kriegt dann nebenbei quasi die Essenzsachen. Also ich schätze mal, das ist schon eine ganz gute Lösung. Viele werden jetzt schreien: Ich will einfach nur einen Händler haben, wo ich hingehe und kann es direkt dann kaufen, ohne dass ich irgendwas brauche. Wäre schön gewesen, aber ich schätze mal, so wie das hier drin steht, da weiß wirklich fast alle Aktivitäten sind so, sogar irgendwie diese Assaults, ne? Was halt jetzt nicht so viel Aufwand ist, die zu machen mit dem Twink. Selbst da droppen diese Teile, ja? Also ich schätze mal, dass die doch relativ easy kaufbar sind. Ich habe jetzt auf dem PTR schon geguckt. Leider ist das nicht mit auf dem PTR drauf, um das zu testen können. Da müssen wir blöderweise bis Mittwoch warten. Ich vermute jetzt, dass das dass die relativ gut droppen werden und dass man seine Twinks da relativ schnell mit den Essenzen versorgen kann. Und ihr müsst ja denken, ihr braucht ja eh wahrscheinlich nur 3, 4 Essenzen oder 5 vielleicht, die ihr durchswitcht, um dementsprechend einigermaßen viable zu sein. Gut, das war es eigentlich soweit mit diesem kleinen Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung im Kommentar. Meint ihr, dass die Änderungen gut sind, schlecht sind, oder würdet ihr es ein bisschen anders machen, als Blizzard das angegangen hat, um vielleicht nochmal eine eigene Meinung am Ende nochmal ein bisschen einfließen zu lassen? Die Geschichte hier mit dem Corruption Gear, muss ich sagen, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Viele haben ja schon geschrien, dass man einfach so einen Händler aufstellen soll, wie auf diesen, gibt ja extra diese PvP-Arena-Tournaments, wo man einfach beim Händler hier in der Herzkammer quasi die Corruptions kaufen kann. Das wäre natürlich auch eine coole Geschichte gewesen, aber dann hätten natürlich alle sofort alle Corruptions und das, weiß ich nicht, wird so ein bisschen das Game auch ein bisschen aushebeln, also die Mechanik zumindest. Und so muss ich sagen, hat man eine Chance, relativ viel Corruption zu farmen, wenn man ein bisschen was tut. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Man kriegt nicht alle sofort, aber hat eine wesentlich höhere Chance, was zu bekommen, wenn man jetzt dann quasi anstatt 2 so, bis zu 8 möglichen Chancen in der Woche hat. Also sicher ein Corruption-Item zu bekommen, finde ich ja, ne, auf jeden Fall sehr gute Lösung. Das mit dem Twinks, muss ich sagen, wenn die Dinger einigermaßen gut droppen, dann ist das auch auf jeden Fall eine gute Lösung. Man muss halt ein bisschen abwarten, wie dann die Ausgestaltung ist. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Gut, das war's mit dem Video. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.